Nach längerer Pause konnte ich nun endlich wieder eine Runde um die Baustelle des Stuttgarter Hauptbahnhofes drehen. Beginnen wir wie immer beim Tunnel Nordkopf in der Jägerstraße. Diesmal werfen wir einen Blick auf die beiden bergmännisch vorgetriebenen Tunnelröhren, die sich kurze Zeit später im Kriegsberg verzweigen. Siehe Grafik. Die linke Röhre ist eher flach-oval und kleiner, wohingegen die rechte Röhre größer und runder ist. Sie sind jeweils zweigleisig mit fester Fahrbahn, um im Notfall mit Straßenfahrzeugen befahren werden zu können. Die provisorische Fahrbahnbrücke der Jägerstraße ist nun Geschichte. Allerdings wird im Untergrund immer noch gearbeitet, um Stützvorrichtungen zu entfernen. Mit Blick Richtung alter Bahndirektion ist die Deckenplatte immer noch nicht fertiggestellt. Vereinzelt sind Arbeiter mit Eisenflechten beschäftigt. Thank you.